Herzlich willkommen zu den Nerd News. Wir legen direkt los. Es gibt mal wieder neue Gerüchte für die NX. Aber fangen wir erstmal mit der Welt des VR an. Oculus hat nun eine Technik vorgestellt, die es auch ermöglichen soll, auch auf 500 € Rechnern VR möglich zu machen. Während ihr bisher sehr hohe Anforderungen dafür hatte, zum Beispiel eine GTX 79 und mindestens ein Core i5, reicht nun mittlerweile auch ein AMD 8350 und eine Radeon 470. Oculus hat nun ein neues Feature vorgestellt, das sich Asynchronous Space nennt. Wenn ihr nur 45 Frames erreicht, kann Oculus das in Echtzeit interpolieren und erreicht damit eine Herzrate von 90 Bildern die Sekunde. Ähnlich wie bei diesen 120 Herzraten auf den Fernsehern. Und dadurch ist es möglich, ein flüssiges Bild auch auf leistungsschwachen Rechnern zu erlangen. Aber lasst euch nicht falsch bilden, natürlich wird das jetzt so groß vermarktet, dass neue PCs für 500 € VR-fähig sind. Aber natürlich wird man da nicht die maximale Detailstufe der Spiele fahren können, sondern halt nur kompatibel gemachte PCs bekommen für VR. Natürlich werdet ihr das, wenn ihr einen älteren Rechner habt, auch nutzen können. Momentan ist Oculus Asynchronous Space nur auf Pascal-Grafikkarten von Nvidia möglich, soll aber bald für alle Grafikkarten veröffentlicht werden. Und dann hoffen wir, dass schnell etwas nachkommt von den anderen Herstellern. Zum Beispiel bei einer PlayStation 4 und PlayStation VR kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sehr, sehr viele Vorteile bringen würde. Bleiben wir doch gleich mal beim Thema VR. Und zwar sind die neuesten Gerüchte aufgetaucht, dass eine VR-Version von Half-Life erscheinen soll. Man weiß leider nicht so recht, um was es sich dabei handelt. Ob es jetzt Half-Life 1, 2 oder vielleicht sogar 3 ist. Aber HTC wünscht sich auch schon seit einiger Zeit für die Vive eine Half-Life-Version. Vielleicht ist es ja sogar eine Black Mesa-Umsetzung. Und wer die noch nicht gespielt hat, die könnt ihr entweder bei Steam kaufen für 19,99 € oder als Mod gratis herunterladen, wenn ihr Half-Life 2 schon besitzt. Driften wir doch mal in die Technikwelt ab. Linus Torvalds hat jetzt gesagt, ARM wird niemals die Klasse von x86 CPUs erreichen. Damit stützt er nicht die Meldung von vielen, die sagen, naja, ARM hat halt nicht so einen großen Befehlssatz wie x86, sondern er bezieht sich darauf, dass die ARM-Technologie damals erfunden wurde, um x86-Prozessoren bei bestimmten Aufgaben zu unterstützen. Außerdem wären ARM-Prozessoren noch auf x86-Computern programmiert sogar. Und das heißt, im Kern ist alles irgendwo x86-Architektur. Er betont allerdings auch, dass die x86-Technologie ähnlich wie Glühbirnen nur zu 5% effizient sind und der Rest Energieverschwendung. Das heißt, es wird irgendwann mal was Neues kommen, was diese Technik ersetzt, aber diese müsste dann auch wieder kompatibel sein. Und kommen wir zu dem Hauptthema. Es geht natürlich mal wieder um die Nintendo NX. Ein Großhändler hat laut Reddit jetzt endlich Sachen verraten von den offiziellen Werbeplakaten der Nintendo NX. Zudem soll der Werbeslogan bekannt sein, interagiere mit deinen Spielen unterwegs. Was ja das bisherige auf jeden Fall bestätigen würde, dass es ein mobiles Device wird, das man auch an den Fernseher anschließen kann. Oder heißt das vielleicht nur, dass man die NX mit seinem Smartphone koppeln kann und dann die Spiele von unterwegs steuert? Man weiß es nicht so recht. Aber auf jeden Fall deutet das schon mal sehr daran hin, was die Gerüchte in der letzten Zeit gesagt haben. Außerdem soll die NX mit 4 großen Launch-Spielen erscheinen. Eins davon kennen wir schon, das ist das Zelda Breath of the Wild. Und das zweite soll tatsächlich ein nagelneues 3D-Mario sein. Was dahinter steckt, wissen wir noch nicht so richtig. Die Werbeplakate werben jedenfalls angeblich alle mit Mario. Das Interessanteste an den Gerüchten ist allerdings der Preis. $299 soll wohl das Grundpaket der NX kosten und $399 ein Bundle der NX. Das ist so ähnlich wie bei der Wii U damals. Ich denke mal, das Grundpaket wird dann wieder nur die Konsole beinhalten mit dem Minimalsten, was ihr braucht, um NX zocken und genießen zu können. Und das höhere Bundle wird dann noch einige Sachen extra haben, wie zum Beispiel ein Spiel oder vielleicht sogar einen zweiten Controller. Untermauert hat der Händler das damit, dass er sagt, die Verpackung der NX ist etwas größer als die Wii U und es wird wohl 2 Farbvarianten geben. Einmal in weiß und einmal in blau. Außerdem ist interessant, dass auf der Verpackung weiterhin Nintendo NX steht. Das wäre sehr ungewöhnlich für Nintendo, denn bisher wurden ja alle Projektnamen auch umbenannt. Zum Beispiel der GameCube hieß mal Dolphin und die Wii hieß mal Project Coffee. Aber man weiß bisher nicht, ob es sich dabei um den Platzhalter halten soll oder wirklich um den finalen Namen von Nintendos nächster Konsole. Außerdem soll auf den Werbeplakaten mit 4K-Support geworben werden, zudem mit Cartridges
Und die NX, woher das auch immer hat, vielleicht steht es hinten auf der Verpackung drauf, soll 1080p bei 60 Frames unterstützen und der Handheld an sich soll eine Auflösung von 900p haben. Außerdem möchte ich mich bei meinem User GeekBro bedanken. Der hat mir ein Video zugesandt und darauf ist bisher offensichtlich noch keiner gekommen, denn in diesem Video ist zu sehen zur Star Fox Zero Demo auf der Wii U, wie Falcon mit einem Handheld-Gerät spielt, was es so von Nintendo bisher noch nicht gab. Es sieht irgendwie aus wie ein weißes Nvidia Shield. Vielleicht ist das der Controller der NX. Wir wissen es nicht genau, aber wir werden es auf jeden Fall bald rausfinden. Er ist ein Hitzkopf, aber ein treuer Teamkamerad. Und der beste Pilot, den es je... Na toll! Wie gesagt, echte Naturtalente. Na also! Hört mir Ansonsten danke ich euch fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen, denn dann steigt das Video höher in den Rängen und wir kriegen neue User dazu, die bei uns konstruktiv mitdiskutieren können. Und eine kleine Anforderung an euch. Stellt mir doch mal Fragen da unten, weil ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ich denke, in ein paar Monaten ist es soweit, dann haben wir die 1000 Abonnenten voll. Dafür will ich ein kleines Video machen. Ich weiß nur noch nicht was, ob es ein Fragenvideo ist oder vielleicht eine Roomtour. Aber auf jeden Fall stellt mir Fragen, reicht mir News-Hinweise ein, ich werde sie verarbeiten und ich kann mich gar nicht oft genug bedanken. Tschüss, auf Wiedersehen, bis zur nächsten News.